Die folgenden Zeitkapseln zeigen Geschichten aus den letzten beiden Jahrhunderten dieses Hauses, eines wichtigen Kulturstandortes in Berlin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Singakademie zahlreiche Auftritte außerhalb des Hauses in anderen deutschen Städten und im europäischen Ausland. Hierbei tritt sie als Botschafter klassischer deutscher Musikkultur auf. Bei diesen Auslandsgastspielen, wie sie beispielsweise 1913 in den italienischen Städten Mailand, Turin und Bologna stattfinden, setzt der Erste Weltkrieg ein Ende. Der Krieg bringt Tod und Zerstörung über Europa, aber auch Ruhm und Erfolg für die Singakademie. Ihr dunkles, tragisches Repertoire war ein perfekter Soundtrack für diese Zeit. Sie waren der Number One Hit für jede Trauergemeinde.